Wein oder Cola, Wein oder Cola, Wein oder Cola. Oh, oh. Oh nee. Und für den Frage Wein. Ja. Mach ich, gieße mir da gleich mal ein. Weißt du, was das Schlimmste ist an Sascha als Gelehrter? Nee. Aber als Gelehrter ja eine Fee, die auch heilt. Das Problem ist, die Fee heilt so viel, dass ich jetzt in ihr ganzes Tag noch nicht heilen muss. Ja. Warum nicht? Ist doch nett von der Fee. Gott, ungewohnt so wenig LP zu haben. Das kenne ich gar nicht mehr. Na, lauf doch nicht weg. Ich will mir doch nur Wein eingießen. Leute. Mutti macht ja schon. Mutti braucht immer ein bisschen. Was, Rudi? Mutti. Wegen Herr der Ringe. Bin ich ja immer die Mutti. Baby Yoda. Einer Hand? Nee, scheiße, krieg ich's nicht. Okay. So, jetzt kann ich wieder mitlaufen. Sprinten. Weil hier irgendwie die fliegen. Überfordert. Ich muss ein kleiner Schluck. Level up. Geht's halt? Thank you. Ah, Kaya ist tatsächlich eingepennt. Also. Kaya. Ja, er hat mir gerade per WhatsApp geschrieben. Vor 10 Minuten. Nein, nicht mein Handy ausschalten. Oh Gott. Stimmt, aber ich kann langsam mal gemütliches Licht anmachen. Es ist jetzt schon Abend. Tagesbeleuchtung kann aus. Thank you.
Ich kann ja die Katzenohren setzen gleich auf. Ach, von den Toten wieder auferstanden gerade. Ja. So. Katzenohren sind auf. Du, alles gerade ein bisschen blöde, aber jetzt hoffe ich. Katzenöhrchen sind wieder an Ort und Stelle. Ja, muss ich mir anschauen. Oh. Oh. Das Geilste ist, ich hab die auch noch mit Glöckchen. Oh. Ich muss die echt irgendwann mal mit Glöckchen aufsetzen. Dass die hier unten eigentlich auch liegen haben. Ich brauch noch solche Pelzing. Schließfächer! Echt? Voll cool. Wunderbare Schließfächer. Kaya ist begeistert. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. Nein! Man kann mit einer Hand spielen, ey. Kannst du nicht? Gerade nicht, zumindest. Nicht, wenn ich eine Treppe hochgehe. Ich bin eigentlich ganz Zeit mit einer Hand. Ja, du brauchst aber auch nicht viel machen. Nö, ich muss nur eins drücken. Jo. Hier drin ist es für mich auch relativ einfach. Ich kann meine Badenfähigkeit nicht benutzen. Ja, Kaya, ich habe auch ein Weinchen am Start. Das ist noch der von gestern. Ich habe ja gestern nur ein Gläsler getrunken. Deswegen muss aber gleich unbedingt die Öhrchen nochmal anders aufsetzen. Das ist nicht richtig. Jetzt sitzen sie richtig. Läuft euch so weit gut. Weit gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Indie das jetzt ist. Ich glaube, die dritte, die wir zusammen machen. Und ich glaube, die vierte für mich heute im Allgemeinen. Ich hier laufe mir gerade nur, weil mir die letzten Steine für meine Rüstung fehlen.
Liebt echt die Mühlencharaktere, ja. Wie nett hat. Wobei ich allgemein halt auch die Dämmspieler mag. Sind für mich halt relativ einfach zu spielen. Ja, auch in Fiesta. Ja, auch in Fiesta ist das richtig geil. Lunas, ja, Heilerin, ne? Jo. Ja. Gute Nacht, Frisches. Danke nochmal für das leckere Essen. Und schlaf schön und bis morgen. Träum was Süßes. Ich verschwinde jetzt aber auch aus dem Discord. Okay. Dann ciao. Ciao. So. Ja gut, ich kann jetzt mal noch im Discord bleiben. So. Ich muss ein paar Sachen abgeben, ne? Wo? Da muss ich hin. Dachchen. Ja, wir haben ihn besiegt. Die Pummelkatze. Ey! Lass meine dicke Katze in Ruhe, ja? Oh, ist das süß! So. Wo muss ich einmal hin? Da müsste ich noch hin, ne? Das? Da wäre noch was. Viel Spaß im Lurk, Luna. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal. So kann ich ja nochmal gucken, wo ich das auf dem Mitlauf heute. Rein theoretisch. Müsste ich ja. Den Totenacker hatten wir. Oh Gott, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Hängt so ein bisschen von Lust und Laune ab, würde ich sagen. Also gerade sieht es aus, als wenn ich noch länger mache. Weil ich gerade wieder relativ fit bin.
Ja, ich muss noch irgendwas laufen, um diese letzten Punkte zusammenzukriegen. Ja, das hatte ich heute schon. Ist nicht. Ich will Castrum nicht nochmal laufen! Muss eh Stunden warten. Kaya, kannst du ja mitleiden. Stimmt auch wieder. Übrigens, Luna und ich hatten die Idee, dass du dir ja auch erstmal, bevor du es dir komplett kaufst, hier erstmal die kostenlose Version holst. Erstmal nur den Anfang spielst und danach kaufst. Damit du diesen Monat noch anfangen kannst. Statt einen vollen Monat dann zu bezahlen. Da muss ich hin. Ich glaube, also du musst... Wobei, doch. Ich glaube, du musst dir dann auf jeden Fall einmal das Normale holen. Aber du musst dann im Monatslicht zahlen dann direkt. Nur was stehst du erst, wenn du ganz in meinen Account ganz kostenlos spielen, ich will das Pferd haben. Lol. Weiß nicht, wo hin muss. Ach, Kabunkel, das ist viel cooler. Hallo, beleidige mein Pferd nicht. Das haben wohl Nona und ich hart erarbeitet, ja? So, hier komme ich so gar nicht raus. Vor allem die Musik ist richtig cool. Ich könnte als Leiter der Apokalypse gelten. Klingt doch auch so. Die Luft. Reizt durch den... durch die Nacht im Wind und Dingens. Wie ging das nochmal? Stimmt, durch Nacht und Wind? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie das funktionierte. Weil kann ich auf der Spitze landen? Oh, jetzt sieht es eher aus, als wenn wir von dem Ding erstochen werden. Oh, wir werden immer noch von dem Ding erstochen. Autsch, ja. Jetzt. Sturzflug! Ach ja, so macht's auch Spaß. Ach Quatsch. Okay. Der Schokobo ist cool. So. Also, ich muss zurück Hauptquest machen.
Ja, was denn? Da kann ich nichts für, das Spiel ist geil. Oh, Luna sitzt da sogar noch. Steht. Wir müssen aber mal einmal hier hin. Ah, da rein. Ja, bitte einmal betreten. Echt? War es das? Geht sofort los. Jetzt sind wir vollzählig. Nun, wie gefällt es euch hier? Ein bisschen geräumiger und doch wohnlicher als im Sonnenwind, nicht wahr? Heute wird dies unser neues Zuhause sein. Das Hauptquartier des Bundes der Morgenröte. Die drei Stadtstaaten haben uns als eigenständige Organisation anerkannt. Obwohl wir uns in der Kampfstärke nicht mit ihren Armeen messen können, so werden wir doch eine äußerst wichtige Rolle für die Geschicke Joaseas spielen. Umso mehr, als wir in alle großen Kämpfen der letzten Zeit direkt involviert waren. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich mich auch weiterhin um die Außenbeziehungen kümmern. Natürlich, unser Ziel ist unverändert. Der Bund wird weiter für eine friedliche Zukunft Joaseas kämpfen. Jeder so, wie es seinen Fähigkeiten am besten entspricht. Für Joasea! Juhu! Yippie-yay-yay! Mit dir möchte ich noch kurz etwas bereden. Über die Kupus. Verzeih mir, Minfrey, ich musste herkommen. Ich habe mehrfach versucht, bei Desions Gelehrte zu erreichen, aber keine Antwort erhalten. Das wäre jetzt gerade kontraproduktiv, ne? Hast du es auch bei der zentralen Akademie versucht? Wirklich merkwürdig. Ich versuche es mal bei Krill. Blö? Krill? Krille? Krilli? Krille? Weiß es doch nicht. Nichts. Wieso können wir niemanden erreichen? Meinst du, es könnte etwas vorgefallen sein? Das wollen wir doch nicht hoffen. Über die Akademie ist von einer starken Magiebarriere über allen ungewollten Einflüssen geschützt. Nicht einmal ein Iskern, Aschkern. Könnte dort hineingelangen. Oder Kupo. Oder ist es womöglich das Werk einer Existenz, zu deren Erkenntnis uns die Möglichkeit fehlt? Ich werde versuchen, über eine der Zweigstellen herauszufinden, was in der zentralen Akademie los ist. Sie müssen dort noch dem Rechten sehen. Aber was auch die Ursache für die Funkstille ist, wir haben fürs Erste keinen Zugriff auf Badesions Studien über die Askerns. Na, kriegen wir es nicht? Wir werden unsere Nachforschung so gut es geht fortsetzen. Eine Möglichkeit wäre noch, uns direkt an Chalayan zu wenden. Ja, machen wir das. Wir sind zu einem Entschluss gekommen, wie wir uns den Askians gegenüber verhalten. Die Daseinsweise dieser Wesen ist rätselhaft. Der dunkle Fürst Lahabrea, den du bekämpft hast, und den weißgewandeten Askian Illidibus.
Sie haben unzählige Existenzen und können nicht vernichtet werden. Tancred konntest du zwar der Macht der Habreas entreißen, aber der Askian selbst ist nur zeitweilig verschwunden. In anderer Form existiert er nach wie vor. Aber es muss einen Weg geben, ihn endgültig zu vernichten. Wir müssen ein wirksames Mittel finden, als so die dunklen Kristalle zu zerbrechen. Bevor wir das sich getan haben, können wir auch das primäre Problem nicht lösen. Es wäre ein Kampf gegen Windmühlen. Die Askians wurden immer mehr primäre Beschwörungen entzetteln. Wir haben uns immer einen Schritt voraus. Die Beschwörung von König Mogul Muk, die plötzliche Aktivität des jahrtausendlang verschütteten Kristallturms, nun die Erscheinung eines Askians, von dem es in der Geschichtsschreibung keine Erwähnung gibt? Diese Häufung von ominösen Begebenheiten kann kein Zufall sein. Es ist, als wäre ein großes Erwachen im Gange. Die Dunkelheit erwacht. Du bist von Heilin erwählt, das Licht des Kristalls in dir zu tragen. In diesem Kampf sind wir ohne deine Hilfe verloren. Ich danke dir von Herzen. Sobald sich etwas Neues ergibt, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Bei Stein kannst du etwas die Gegend erkunden, wenn du willst. Nein, will ich nicht. Ich möchte nie wieder zu dir kommen. Ich brauche Urlaub von dir. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Nein, sie möchte nicht. Aber ich will doch nicht. Ich lese gleich weiter, keine Angst. Ich werde schon erstmal auskauen. Ich dachte, das wird durch. So, Ventilator an. Ihr habt es euch also nicht verkneifen können, mein Paraklet. Stößt du dich daran, dass ich die Heldin Heidelins etwas aus der Nähe betrachte? Ihr seid frei in eurem Handeln, doch es erstaunt mich. Sie hat die siebte Nova überstanden. Ja, fast verhindert. Was sie danach noch leistete, das ist beachtlich. Ha, Überleben gab es zuhauf. Nichts weiter als ein Zufall. Wieso kümmert ihr euch nicht um eure eigenen Belange? Das gefiel dem Absoluten besser als eine naseweise Wichtigtuerei. Mir ist eine andere Aufgabe zugedacht als euch. Die Sterblichen erwachen zu lassen. Ich hoffe, du hast nach dem nervenaufreibenden Kampf gegen den Mogri-König etwas Ruhe gefunden. Die Mitglieder des Bundes haben sich bereits ganz gut in Geisterzu eingelebt. Besonders Tataru ist ganz begeistert von unseren neuen vier Wänden. Das erste Hilfgesuch hat auch nicht lange auf sich warten lassen. Ironischerweise erreicht es uns ausgerechnet aus unserer alten Heimat Tanalan. Dort sind die Amagina Bergbau AG in letzter Zeit mehrere Lieferungen abhanden gekommen. Ein Umstand, der den profithungrigen Mineralienhändlern natürlich gar nicht schmeckt. Die Messingklingen mutmaßen, dass es einen Verräter in den Reihen gibt, die Patrouillenpläne durchsickern lässt, um die Dieben freie Bahn zu gewähren. Normalerweise würden wir uns in solche Angelegenheiten natürlich nicht einmischen. Doch diesmal gibt es ein pikantes Detail. Bei den verschwundenen Mineralien handelt es sich ausnahmslos um Kristalle. Hä? Das hatten wir doch schon mal, so einen Text. Genau den gleichen Text hatten wir schon mal. Das klingt vertraut, nicht wahr? Richtig, genau wie bei der Sache... da haben wir Beschwörung von Ifrit gestohlen haben. Kristalle sind das Lebenselixier der Primae. Die Vorfälle sollten uns daher aufhorchen lassen.
Es ist gut möglich, dass einer der Willensstämme und die Amalja stehen wegen der geografischen Nähe ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Wieder seine Finger im Spiel hat. Falls dem so ist, müssen wir einschreiten. Tancred und Istola sind bereits nach Tanalan aufgebrochen, um dort Nachforschung anzustellen. Du solltest zu ihnen stoßen und sie dabei unterstützen. Als ich das letzte Mal mit Istola sprach, hielt sie sich in Horizont auf. Versuche am besten dort dein Glück. Wenn du mich in der Zwischenzeit mit der zuständigen, mit den Zuständigen bei Amagina in Verbindung setzen, versuchen weitere Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen. Ich werde das in Zukunft überspringen. Nee, werde ich nicht, aber... Oh. Was für Namen? Ja, gerade die Namen machen es halt sowas von schwierig, das überhaupt ordentlich mal zu lesen. Das ist, da stottert so eher was ab als alles andere. Schon nicht ganz, aber nee. Nee, wirklich nicht. Da hinten ist noch was. Was ist das, wo ich hin wollte?